Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von Harvest Days. So, wir müssten heute eigentlich die Radieschen sammeln können. Jawohl. Dann ist unser Kätzchen da. Und wir müssen heute nicht gießen, das ist sehr schön. Ich kann aber auch keine neuen Samen kaufen. Hier ist nochmal Pup. Ach so, wenn es regnet, gehen die in ihre Hütten. Das heißt, man kann die dann nicht streicheln. Ich muss also nochmal Hundi streicheln heute. Gut, aber muss ich nicht gießen? Eva. Hi Pitti, es ist Frühling, falls du es noch nicht weißt. Frühling ist die perfekte Jahreszeit für Brombeeren und Himbeeren. Überall sind die Büsche jetzt voll mit ihnen. Mit der Ernte lässt sich sogar etwas Geld verdienen. Oder du isst sie einfach alle sofort selbst. Tipp, besuche den Wald westlich des Dorfes. Eva. Ja. So, dann wollen wir das mal ernten hier. Ich baue einen Hühnerstall, ist der nächste Quest. Benutze eine Sense, wenn dein Getreide reif für die Ernte ist. Und ich bin gerade dabei. So, und nach jeder Ernte muss man das hier neu machen. Jetzt brauche ich noch mal Küste. Kann man eigentlich mittlerweile Kisten verschieben, weil man kann alles verschieben, nur Kisten irgendwie nicht. Nee. So, jetzt brauche ich aber noch mal 25 Holz für eine Kiste. Hallöchen. Ich liebe es, die Welt zu bereisen und so viel Zeit. Ich will an wundervollen Orten wie diesem Dorf verbringen. Aber ich brauche auch mindestens 200 für die nächsten Samen, ne? Wie viel Geld haben wir noch nicht? Was fehlt mir denn noch? Zwiebeln, Kaffee, Bohnen, Kartoffeln. Ja. Das heißt, wir haben genug für noch eine Kiste. So. Also, warte. Das Ei kommt hier raus. So, und dann hier ist übrigens dann der Anbau. Das heißt, wenn ich jetzt hier Kisten baue, müsste ich mal gucken. Ne? Dass ich, und weil man Kisten nicht verschieben kann, dass ich mir das da nicht verbaue. So, dann machen wir eine Kiste. Da ist sie. So nicht. So. So weit wie möglich da in die Ecke, bitte. So, und dann kommt hier jetzt, ja, die ist irgendwie 10 Meter weg, aber kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Da kommt Ernte Frühling. Jawohl.
Und das ist doof hier mit der Tür. Habe ich ein bisschen doof gemacht, ne? Aber ich kann die Kiste nicht mehr verschieben. Das ist halt, ne? Das ist jetzt so. Und ich habe die jetzt so eng dahingestellt, weil ich da erstmal keinen Ausbau habe. So. Entstapeln. Ich werde mir mal 10 aufheben, ne, falls ich irgendwie kochen und so muss. Die kommen in die Kiste. Dann. Kommt hier das Holz rein. Versandkiste. Du kannst Gegenstände auch per Versand verkaufen. Lege sie dafür einfach in eine Versandkiste. Die du dann Münzen dafür erhältst du dann über Nacht. Ja, das kennen wir ja schon. Hier. Also Wusel, ich muss dich noch streicheln heute. Genau, du kommst schon auf mich zugerannt, ne? Ja. Hast du auch noch Pup hinterlassen? Nee. So. Oh. So, dann will ich die Radieschen verkaufen. Dann kriegen wir 120 Münzen. Kann ich das auch verkaufen? Nee, verkaufen geht nicht. So, dann. 3, 3, 2. Ja, ich habe noch nicht genug Geld für neue Samen. Dann würde ich sagen, es fehlten ja noch Leute. Und zwar, in Wald will ich heute nicht, die fehlen. Dann stellen wir uns erstmal da vor. So. Dum, 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 dum. So. Renn, renn, renn. Wie gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. Bei den nächsten Samen haben wir ja, glaube ich, mindestens 40 gekostet. Pro Packung. Wie lohnt sich das? Na komm, da war doch noch was eben. Da. Und da. Ach, da ist auch noch was. Meine Güte. Das spawnt auch immer wieder nach, damit ich hier wahrscheinlich Geld, Pfand bekomme. Oder sowas. So, also ihr seht hier Lydias Ranch. Da können wir dann die ganzen Tiere kaufen. Ne, hier haben wir Pferde. Da hinten ist eine Kuh. Hier kann ich Tiere verkaufen. So, dann gehen wir uns Lydia mal vorstellen. Hallo, schön dich zu sehen. Komm auf meiner Ranch vorbei, wenn du bereit dafür bist, auf deinem Hof Tiere zu halten. Ich warte auf dich. Also, wir fangen also mit Hühnern an. Das sind die weiblichen, das ist der Hahn. Auch so ist es bei den Kühen, Kuh und Stier. Die vermehren sich dann halt von alleine. Dann haben wir die Häschen. Das Pferd, das gibt's nur, ne? Das ist halt das Reittier, wie bei Stardew Valley. Ziegen, Schafe, Schweine, Rehe und wir wollen ja einen Hühnerstall oder müssen bauen und da kostet, guck mal, schon mal so ein Huhn 600 und der Hahn 1200. Haustiere. In Rachels Tierauffangstation werden heimatlose Tiere untergebracht. Mehrere Hunde und Katzen hier suchen ein neues Zuhause. Stelle zuerst die richtige Unterkunft für sie bereit, sonst erlaubt ihr Rachel nicht, ihre Tiere zu adoptieren. Besuche Rachel und rette ein Leben. Habe ich schon gemacht. Ja, wie gesagt, hier sind die Schweine. Oh Gott. Und die Kühe.
Hier ist nochmal ein Pferd, ein Fohlen. Oh Gottchen. So, da können wir dann halt die Tierchen kaufen, aber die sind halt schweineteuer. Wir müssen da halt wirklich erstmal drauf hinarbeiten. Noch eine Kuh oder ein Stier. So, dann haben wir hier noch ein Häusle. So, mal hier, das Gewächshäuser kann man später auch bauen. Hier seht ihr schon mal das Kleine und das Große. Finde ich echt mega. Aber ich komme ja gerade nicht rüber gesprungen. Ich weiß ja auch nicht, warum ich das nicht schaffe, da immer rüber zu springen. Mal gucken. Die haben hier auch andere Sprinkler. Lydias Haus. Das ist einfach nur ihr Haus. Hier kann ich nichts groß machen. Das ist ihr Mann, der wahrscheinlich hier immer. Obwohl, das ist eine Erntemaschine. Hier, die haben hier noch so andere Sprinkler. Aber solche können wir irgendwie nicht bauen. Und da ist, glaube ich, ein Hühnerstall. Guck mal, guckt euch mal das Gewächshaus an. Also bei uns sieht es dann ein bisschen anders aus. Mega, ne? Aber da muss man erstmal hinkommen. So, und jetzt. Was fehlt dir jetzt noch? Der fehlt noch und da hinten. Hier. Gibt es Ton? Den sollte man auch mitnehmen, soweit wie es geht. Weil Ton irgendwie, den braucht man später. Und der spawnt irgendwie nur hier und im Gebirge, wo es die Erze gibt. Und dann auch nicht jeden Tag. Und man braucht nachher einiges an Ton. So, hier, da müssen wir erst den Aufzug bauen. Hier ist der Eingang in die Wüste. Da brauchen wir diesen Hammer. Erstmal 15 Stein und 30 Holz. Der Hammer kostet 75. Mal sehen, kann ich hier irgendwie ein Thumbnail machen, was so einigermaßen aussieht. So machen wir das. Okay. Also ich nehme jetzt ein bisschen was mit. Essen habe ich ja nur, sowieso noch nicht. Na, okay. So, den Rest hebe ich mir noch auf. An Energie. Ja, 10 Ton, ne? Okay, da müssen wir noch hin und hier. Wir gehen erstmal schnell dahin. Das andere können wir auf dem Rückweg machen. So, hier ist eine Straße. Ein schöner Tunnel. Sieht fast aus wie eine Apokalypse hier. Und rennen und rennen und rennen. Also hier ist der Autohändler und der, ja, der Ingenieur, wo wir hier die Häuser kaufen können und so und ausbauen. Dudas Construction. Sehr schön.
Achso, hier können wir nicht lang. Hallöchen. Ein Haus auf einem Baugrundstück zu errichten, das zum Verkauf steht, ist ein guter Weg, um neue Bewohner nach Dudas Village zu locken. Ja, das werden wir irgendwann machen. Soweit habe ich aber noch nicht gespielt. Und weil ich ja dann entschieden habe, mir gefällt das Spiel so gut, dass ich das mit euch zusammen mache. So, und dann haben wir hier die Garage. Das ist jetzt aber kein Dealership. Hier sieht man, ey, diese geilen. Aber ob ich mir überhaupt so ein Auto kaufen werde, das weiß ich nicht. Weil dann nehme ich doch lieber das Pferd. Hier, das ist das Autohaus. Hier kann man deine Fahrzeuge verkaufen. Also wenn, dann kaufe ich mir sowas zuletzt. Ach, er ist das. Den kannte ich auch noch nicht. So, ich habe 250 Münzen gekriegt. Da können wir dann morgen Samen kaufen, weil bis wir zu Hause sind, ist der Laden zu. Ach ja, richtig. Ich habe gehört, dass jemand Neues in unser Dorf zieht. Schön, dich kennenzulernen. So. Mache jemandem ein Geschenk. Freunde für immer. Baue einen Hühnerstall. Okay. Ach ne, hier nicht. Den müssen wir auch bei ihm machen. Ne, hier seht ihr dann Erntemaschinen und so. Aber ich weiß gar nicht, ob das alles nur 100.000. Mann, oh Mann. Hier, guck mal. Cyberauto. Ob das alles überhaupt auch einen Sinn hat zum Ernten oder ob das nur just for fun ist zur Optik. So, dann haben wir das auch. Die Quest haben wir auch. Ja. Dann werde ich mal morgen ein Radieschen mitnehmen und dem Gemüsehändler schenken. Wenn ich es nicht vergesse, weil ich jetzt die Aufnahmen beende. So, und dann müssen wir uns da noch den... Hier müssen wir noch lang. Da kommen wir auf dem Weg nach Hause dann vorbei. Einfach geradeaus durch. Einfach den Ort entdecken, weil die Bewohner kennen wir schon. Das sind die älteren Herrschaften, die unsere Großeltern kannten. Und uns praktisch schon als kleines Kind kannten. Na gut, so links rum, rechts rum, geradeaus, querbeet. So, also wie gesagt, wenn wir diesen Brief kriegen, an dem Tag habe ich noch keine Brombeeren und Himbeeren gefunden. Irgendwie hatte ich die erst am nächsten Tag gefunden. So, dann hier jetzt rechts. So, dann müssen wir gucken, dann werde ich die Flaschen noch wegbringen. Jetzt ist es schon wieder Abend. Hier über einen Berg drüber irgendwie. Da, genau. Da ist was. Das sind Himbeeren. So, mal gucken. Pauls und Marys Haus. Kennen tun wir sie ja schon beide. Hallo. Ich bin so unendlich dankbar, dass du nach Dudas Village gezogen bist. Und jetzt ist er hier reingerannt. Ich würde dir auch gerne nochmal Hallo sagen. Deine Oma Mary und ich haben uns hier im Dorf kennengelernt. Es war lieber auf den ersten Blick. Ach, oder ist das sogar meine Oma? Warte. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Doch, das ist sogar meine Oma. Okay. Ah, okay. Ich dachte, das sind nur Bekannte von meinen Großeltern. Was ist denn dieses Rosane hier? Das sieht aus wie große Marshmallows. Quatsch. Das.
So, da muss ich lang. Ne? Ach so, und hier sind auch Bienenstöcke. Die können wir auch noch bauen später. Das ist dann erstmal so die wichtigste, laufe ich richtig? Ja, die wichtigste Einnahmequelle am Anfang. Um dann mal langsam zu Geld zu kommen. So, dann werde ich jetzt noch, wie immer mit dem Restlichen, ein paar Bäume hacken. Ja, 25, genau. Dann kann ich ja noch mal eine Kiste machen. Aber erstmal. So. Sechsundsiebzig schaffen wir 400. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube fast nicht. Wir werden es gleich sehen. Dann, doch könnte. Ja, 410 sogar. Ey, mega. So, jetzt machen wir noch ein Kistchen. Die beiden Süßen schlafen schon. Hier muss ich morgen ran. So, dann will ich hier noch. Ich muss später auch die Kisten dann nochmal umfunktionuckeln. Herstellung Kiste. Jawohl. Also um. Ups, weil ich hätte sie jetzt gerne schon anders angeordnet, aber dadurch, dass das nicht geht und man die nicht umstellen kann. Na, was ist? Sie sieht so klein aus im Gegensatz zu der anderen. Na, ich will die eigentlich nicht 10 Kilometer von der anderen wegstellen. Ich würde sie gern. Aber, also was ist denn das? Ach, die Kiste schwebt hier auch. Seht ihr das? Das ist ja doof. Ja, warte mal. Wenn ich später mal genug Holz habe, muss ich das nochmal ändern. So. Also da muss ich da nochmal 25 Holz investieren und die, das ist ja echt doof. Also, dass man eine Kiste in die Luft bauen kann. Okay, auf jeden Fall kommt hier Sammeln. Nee, das ist richtig. Und dann kommt hier das alles, was ich so unterwegs. Was ist eigentlich das? Sortieren oder was? Okay, so. So, dann gehen wir ins Bettchen. So, 120 habe ich eingenommen. Na gut, dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.